Bei meinem gestrigen Video habe ich euch versprochen, es wird keine Pilzbiere geben. Ganz im Gegenteil, heute wird es richtig dunkel. Welche Brauerei, welches Bier? Wir reden darüber in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und mit mir heute den Freitag in der Ostalgiewoche zusammen mit mir verbringen wollt. Und heute habe ich ein Bier, das habe ich tatsächlich zum ersten Mal gesehen in Breslau auf dem Festival des guten Bieres. Und da war eine ostdeutsche Brauerei da, die waren, glaube ich, mit so einem kleinen, hat ausgeschaut wie so ein verlängerter Trabi irgendwie, waren die da und sind mir natürlich sofort aufgefallen. Ich habe mich allerdings, muss ich auch fairerweise sagen, da so ein bisschen mehr auf polnisches Bier konzentriert und habe mich eigentlich im Nachhinein geärgert, dass ich nicht auch mal das Bier dieser Brauerei ausprobiert habe. Warum? Weil es nämlich ein Porter ist, das aus dieser Brauerei das Flaggschiff-Bier ist. Es geht um das Lausitzer Porter und das kommt von der Bergquell-Brauerei aus Löbau. Und die haben tatsächlich nicht nur dieses Lausitzer Porter, sondern auch ein Kirschporter und noch ganz viele andere verrückte Biere im Angebot und sind damit extrem erfolgreich offensichtlich und haben damit ja so ein bisschen vielleicht einen kleinen Gegenpol zu den Schwarzbieren, die es ja sonst gerne auch im Osten gibt, gebildet. Und ja, das ist eben dann das Lausitzer Porter, was wir uns heute zuführen. Am Polish Beer Friday eigentlich, aber diesmal nur eine Brauerei, die ich vom polnischen Bierfest kenne, beziehungsweise da gesehen habe und da auch den Wunsch entwickelt habe, das Bier mal auszuprobieren. Das Bier hat 4,2 Volumenprozent Alkohol, 12,7 Grad Plato. Und die Brauerei selber gibt es schon seit 1895 und haben zum 150-jährigen Jubiläum der Brauerei nochmal so richtig durchgestartet, haben einen kompletten Neubau gemacht. Und der richtige Schwung in die Brauerei ist offensichtlich aber erst 1999 reingekommen. Neue Geschäftsführung. Bis dahin war mal so eine kleine Regionalbrauerei. Hat einen Ausstoß von 7000 Hektolitern pro Jahr und mittlerweile hat man das Ganze dann doch durchaus gesteigert und liegt so bei 200.000 Hektolitern, also eine ziemliche Steigerung, die man da hinbekommen hat. Hier in dem Bier drin ist Brauwasser, Gerstenmalz, Zucker, Kohlensäure und Hopfen, also Gärkohlensäure dürfte da nochmal reingekommen sein und oder vielleicht auch normale Kohlensäure, wir werden es nicht schmecken können, das ist mal sicher. Können allerdings noch einen Blick hier auf den Kronkorken werfen und dann dem Bier auch den Weg in die Freiheit ebnen. Und wie gesagt, jetzt geht's los mit den dunkleren Sachen oder mit einer dunkleren Sache. Und ja, eine schöne dunkelbraune, ungetrübte Farbe, so ein leichter rötlicher Reflex, wenn man das hier so gegen das Licht hält. Ein Fingerbreiter, ja, so weiß-beige, cremeweißer Schaum, der aber auch sehr ordentlich sich ans Glas legt in der Nase. Ja. Leicht röstmalzig, so ein bisschen dunkle Beeren, aber auf der anderen Seite auch so ein kräutriger Hopfeneindruck. Und ja, doch, so ein bisschen brotige Noten. Oh, das macht aber in der Nase schon einen ganz guten Eindruck. Sehr zum Wohl. Cheers. Oh, Halleluja. Oh, das ist aber... Also, ich habe auf der Zutatenliste Zucker gesehen und dachte mir, na gut, also das wird... Ja, nein, ich... Ich bin eigentlich vorurteilsfrei reingegangen, aber ich habe nicht erwartet, dass das so süß ist. Wahnsinn. Extrem süß, brotig, röstmalzig. Dunkles Malz, dunkle Beeren, alles mit dabei. Aber über allem hängt so eine richtige, kräftige, deutliche, süße Note. Und das Bier hat jetzt auch nicht... Das ist ja auch für Porter völlig in Ordnung, hat jetzt nicht so diesen riesen kräftigen Körper, dass es der Süße dann irgendwie auch noch was entgegensetzen könnte. Nur eine sehr dezente Bittere. Ich hätte jetzt allerdings auch, ich habe gesagt, die haben auch einen Kirschporter. Ich habe jetzt auch so leichte,
leichte Kirschnoten hier in der Nase. Und da versuchen sich so schokoladige Noten, versuchen sich vor dem Röstmalz durchzuarbeiten, aber paff, die kriegen von der Süße gleich eine vor die Nase und verziehen sich wieder. Ja, so ein kräutiger Hopfeneindruck. Der Zucker, das ist so ein brauner Zucker, der so ein bisschen molassig daherkommt. Vielleicht so ein ganz leichter Anflug von Lakritz hinten drin. Also, ja, mag seine Liebhaber haben. Ich kann es an dieser Stelle sagen, ich bin es nicht. Und ich erkenne jetzt ehrlich gesagt, ob dieser unfassbar kräftigen Süße auch das Porter nicht so sehr. Einen schlanken bis mittleren Körper, eine zurückhaltendere Kohlensäure, extrem glatte Textur und ja, im Nachdruck, es ist einfach so, ja, brauner Zucker, süß, wenig bittere und die Röstnoten werden einfach leider komplett weggedrängt. Also normalerweise hat man es ja andersrum, dass irgendeine Hopfenbittere da ist und dann so etwas süßlich umspielende Noten den Hopfen dann ein bisschen im Zaum halten. Und hier ist es so, dass die Süße so intensiv ist, aber auf der anderen Seite eben nichts kommt, was dem Einhalt gebieten kann. Und ich finde, ja, wenn man es mag, okay. Ich finde es schwierig. Die Süße verdrängt diese Röstnoten fast vollständig. Und ich kann es leider nicht anders sagen. Das Lausitzer Porter von der Bergquell Brauerei aus Löbau von ProbierTV gibt es für dieses Bier 2 von 5 möglichen Punkten für das Lausitzer Porter der Bergquell Brauerei aus Löbau. Wenn ihr Fans von diesem Bier seid, dann erklärt es mir vielleicht mal. Vielleicht gibt es irgendwas, was ich an diesem Bier nicht verstehe. Dann schreibt es mir gerne mal hier drunter. Ich bin ja durchaus lernfähig und versuche mich auch gerne in Dinge reinzudenken, die ich nicht kapiert habe. Aber mir ist das einfach viel, viel, viel zu süß. Und dann muss ich an der Stelle eben auch sagen, dass das von der Wertung her so ausgeht. Wenn ihr morgen noch mit dabei sein wollt, dem letzten Tag der Ostalgiewoche, würde mich freuen. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen. Dann sehen wir uns morgen wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.